Rocky, was ist los, Dad? Wieso? Kann ein Vater seiner Tochter nicht 100 Kugeln Elado kaufen? Komm schon, Dad. Spuck's aus. Du durchsaust mich doch immer. Ich bin einfach so glücklich, weil ich, naja, jemanden kennengelernt habe. Hey, das ist ja toll. Wer ist die Glückliche? Ihr Name ist Gina Galliano. Was? Klang wie Galliano, aber das kann ja nicht sein, weil das meine Lehrerin ist. Um genau zu sein, es ist deine Lehrerin. Sorry, Dad. Ich will nichts stören, Entschuldigung. Hey, Ranita, dein Pausenbrot. Deine Mutter schickt mich. Du hast es zu Hause vergessen. Oh, danke, Dad. Oh, hallo, Miss Galliano. Bis später. Könnte ich Sie kurz sprechen wegen einer schulischen Angelegenheit? Oh, das klingt wichtig. Kinder, schön weiterrechnen. Bin gleich wieder da. Das war knapp. Hey, gib mir meinen Stift wieder, Samir. Voll cool. Jetzt ist er blau, jetzt rot, jetzt grün. Oh, was für tolle Zeiten. Ich sag's Miss Galliano. Miss Galliano! Ronnie Ann's Dad ist der neue Freund von Miss Galliano. Es wird Zeit für Operation Fehlkommunikation. Hey, das reimt sich. Aber zuerst müssen wir uns umziehen. Okay, erster Planungsschritt. Wir müssen an ihre Handys ran. Deadpool. Dann ändern wir ihre jeweiligen Nummern. Und wenn sie sich dann schreiben, schreiben sie eigentlich jemand anderem. Ich freue mich schon darauf, dir viele süße Küsschen zu geben. Meine Gefühle für dich sind wirklich ganz immens. Für dich schlägt mein Corazon, das heißt Herz übrigens. Viele süße Küsschen? Oh, wow, Galliano, ich dachte, die geht mit Arturo aus. Oder auch nicht. Weshalb tanzen wir? Nicht, dass ich einen Grund brauche. Es hat geklappt. Mein Dad und Miss Galliano sind Geschichte. Ja. Ranita, du hast deiner Pause nach Brot vergessen. Wie neulich schon, tut mir leid, das Brot ist durchdrängt von Tränen. Hallo, Gina. Arturo. Oh Mann, Sid, was sollen wir jetzt tun? Wir haben Mist gebaut. Dad, Miss G., ich muss euch was sagen. Ich habe euch auseinandergebracht. Ich wollte euch nicht als Paar sehen, also habe ich eure Beziehung sabotiert. Es tut mir wirklich leid. Tapfer, dass du das zugibst, aber du warst nicht der Grund für die Trennung. Ach nein? Nein, Micha, wir haben einfach nicht zusammengepasst. Also sind wir lieber nur Freunde. Da bin ich aber erleichtert. Halt, aber wieso weint ihr dann? Weil mein Fußballteam verloren hat. Verloren! Gut, ich habe neuen Eyeliner ausprobiert. Meine Augen tränen wie ein Wasserfall davon. Schau weg, Ranita, schau weg. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Bis später, Dad. Sei stark.